Hölle, Hölle, Hölle. Das fängt morgen schon wieder sehr, sehr gut an, lieber Lars. Ja. Erst mal Quatsch mit den Tingeln ran. Eigentlich müssen wir ja unser neues Logo, das du mühsam entworfen hast, endlich mal einspielen. Aber hast du mir das ist Video, richtig. Den Video-Tingel geschickt? Ich glaube, ja. Habe ich nicht. Ach Gott, ich weiß nicht. Anyway, also wir haben ein neues Logo, das ihr irgendwann mal sehen werdet. Aber es macht ja nichts. Ja, Stichwort Hölle, Hölle, Hölle. Über was reden genau. Wir denn heute? Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir doch Himmel, Himmel, Himmel rufen und nicht Hölle, Hölle, Hölle. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dich gezwungen habe oder ob du einfach nur erwartet hast, dass ich das dann sage, als du mich gefragt hattest, worüber wir diese Woche reden oder heute reden. Wir reden über den blauen Himmel, über Blue Sky und vielleicht dann auch ein bisschen über Mastodon und X und noch andere Dinge. Aber vor allen Dingen über Blue Sky. Du bist da ja jetzt ja auch endlich. Endlich bin ich auch da, ja. Und? Wie gefällt es dir im Himmel? Also, ich kam mir vor wie daheim, also wie auf Twitter, auf X, ja. Da hat die eine Journalistin darauf bestanden, dass man sie siezt und hat so was wirklich dann auf den Boden gestampft. Ich will aber gesiezt werden, weil wir Distanz haben wollen. Die Rechtsanwältin hat gesagt, wen sie alles blockt. Und das sind alles, also, die sich auf Twitter bewegen, ahnen wahrscheinlich, über wen ich rede. Also, und so das übliche Geblubber. Und es hat mich eher eben an die schlechten Zeiten von X, sprich Twitter, erinnert. Ich habe eben mal in die Timeline geschaut, das war dann ganz okay. Dann waren auch wieder die üblichen Kaffee. Was sind das denn jetzt auf Blue Sky? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Kaffee-Nachrichten oder weise Nachrichten da. Ja, aber ganz ehrlich gesagt bin ich noch nicht so ganz dort angekommen, auch die, vielleicht sind auch meine Nachrichten nichts für Blue Sky, es kommen auch nicht so keine Reaktionen, ja, also von da aus. Du bist gerade stumm gewesen. Ich weiß, ich habe gerade mal meiner Tochter was zugerufen. Dann ruf jetzt mir was zu. Ja, also vielleicht können wir ja mal kurz nochmal sagen, was Blue Sky überhaupt ist, vielleicht ganz kurz, weil es ist ja noch ein nur auf Einladung betretbares soziales Netzwerk. Insofern gehe ich mal davon aus, dass jetzt einige das noch nicht gesehen haben, aber vielleicht davon gehört haben. Also Blue Sky ist im Grunde eine weitere Twitter-Alternative oder X-Alternative, die ja interessanterweise aus Twitter heraus entstanden oder innerhalb von Twitter entstanden ist erstmal. Also anscheinend hat ja Jack Dorsey irgendwann 2019 oder so gesagt, er möchte gerne eine dezentrale Version von Twitter aufbauen oder irgendwie eine andere Art von Twitter aufbauen, die dann eben Blue Sky heißen sollte oder geworden ist. Das war erstmal irgendwie nur ein Projekt, ich weiß gar nicht, was genau dahinter steckte oder ob das irgendwie größer werden sollte. Aber es ist dann eben jetzt durch die Übernahme von Musk, Twitter-Übernahme von Musk und durch die ganzen, der ganzen Wahnsinn, der dadurch entstanden ist, ist Blue Sky dann eben dann tatsächlich eine Twitter-Alternative geworden. Ich glaube, Anfang des Jahres ist sie dann aus einer Beta in eine Invite-Only-Plattform, hat sich aus Beta in eine Invite-Only-Plattform entwickelt. Die ist es immer noch. Also man kann nur beitreten, wenn man einen Einladungscode bekommt von jemandem, der schon bei Blue Sky ist. Und ja, es fühlt sich alles sehr nach Twitter an, muss ich sagen. Also sowohl von den Leuten, das hattest du ja auch schon gesagt, sowohl von den Leuten, die da sind, aber auch von der Funktionalität, von Design und so weiter, ist es alles schon wirklich sehr ähnlich wie Twitter. Allerdings fehlen halt noch bestimmte Dinge, die hoffentlich, wahrscheinlich, eventuell innerhalb der nächsten Monate dann eben noch weiterentwickelt werden. Also Direktnachrichten gibt es nicht. Hashtags funktionieren nicht, soweit ich weiß. Also um das richtige Twitter-Gefühl zu bekommen, braucht es noch ein bisschen, würde ich sagen. Naja, ich widerspreche es nicht. Das richtige Twitter-Gefühl haben wir ja bei diesen ganzen Motzereien und Kindereien, habe ich ja eben schon gehabt. Das hat mich schon wieder angewidert. Alternative Fragezeichen. Jetzt können wir das Wort Alternative entsprechend mal diskutieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Alternative ist. Aber ich habe natürlich ein paar Zitate zusammengesucht. Also es ist erstmal, finde ich es ein, bezeichnend, dass wieder ein Pressehype
entsprechend losgetreten und süddeutsche FAZ, name it, schreiben über dieses verdammte Blue Sky. Erinnerst du dich noch, was Mitte des Jahres war? Mitte dieses Jahres, du meinst, ja gut, Im wenn du Social jetzt Media davon Markt. sprichst, ja, wenn du jetzt sprichst, andere Plattformen, die hochkamen, vielleicht Threads von 100 Meta, ich weiß Millionen nicht. User auf Threads, kickt Twitter in den Ass und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir genau den gleichen Kram bei der ganzen Geschichte. Natürlich können jetzt einige sagen, war es mit Mastodon ähnlich und haben die es nur verpennt. Ich habe keine Ahnung, aber also der Hype geht mir ziemlich auf den Senkel. Mir ging auch auf den Senkel, deshalb habe ich mich ein bisschen geziert und gesträubt, nicht wahr? Dass wir heute auch über Bluesky reden, was eben alle machen. Aber jetzt zu den Zitaten. Was einige Leute suchen, ist einfach ein Twitter, das nicht Elon Musk gehört. Ingrid Plotnick auf netzpolitik.org. Es wird, und da bin ich jetzt natürlich bei dir, das trifft dich ja mitten ins Herz, es wird eine nostalgisch verklärte Version von Twitter verkauft. Luca Hammer. Ja. Ja, was sagst du denn dazu? Ja, aber so ist es. Also ich glaube, also erstmal vielleicht, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Du hast ja Mastodon erwähnt, ob es die Frage, ob es einen ähnlichen Hype um Mastodon gab oder warum das irgendwie nicht so richtig genutzt wurde. Also ich glaube, einen Hype gab es um Mastodon, hat man ja ganz klar gesehen. Ende letzten Jahres gingen ja die Zugriffszahlen bei Mastodon wirklich in die Höhe. Und ich glaube, dass es auch auf einem höheren Niveau sich zumindest dann stabilisiert hat, als es vor letztem Jahr Oktober oder September, als die Twitter-Übernahme durch Musk eben stattgefunden hat, gab. Also insofern ist es, glaube ich, einfach erstmal grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass wie du es glaube ich auch gerade in dem Zitat genannt hattest, Menschen sind halt auf der Suche nach dem, was Twitter angeblich mal war, vielleicht war Twitter das nie, was eben Twitter jetzt nicht mehr ist. Und das ist, glaube ich, ein Grund für diesen Hype, den es jetzt wieder um Blue Sky gibt. Die andere Sache ist natürlich die, dass es immer noch nur auf Einladung dass man nur auf Einladung reinkommt. Das gab es ja auch schon oft genug in den letzten Jahren bei neuen Plattformen, die dann eben erstmal gelauncht werden, wenn man oder dass sie durch Invite-Codes gelauncht werden. Das sorgt natürlich auch dafür, dass gerade so in dieser ja Journalismus, Marketing, Social Media Blase, dass eben so eine Plattform dann auch entsprechend gehypt wird. Ja, da winseln die Leute und fragen nach Einladungscode. Ich habe auch gewinselt. Nein, ich habe welche bekommen, ich habe sie verfallen lassen. Dann hast du mir ihn, glaube ich, jetzt da noch gegeben, dass ich wieder dann auch mal da reinschauen konnte. Ich habe mich dann gesträubt. Ja, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass wieder das Hirn ausgeschaltet wird und man einfach auf eine neue Plattform geht. Patrick Breyer hat, Piratenpartei, hat sich mal die Datenschutzregularien von Blue Sky angeschaut, es ist zum Erbrechen. Ja, denn es werden genauso wieder Daten mitgelesen, es wird getrackt, es gibt anonymen Lesezugriff, die Daten fließen natürlich in die USA ab, aber alles scheißegal. Hauptsache, ich kann Kaffee, 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 Hölle, Hölle, Hölle schreien und mich da mal so richtig auskotzen. Und das ist, finde ich, wieder das Verblüffende, dass da gerade auch die Journalistenblase mitmacht. Denen geht das dann scheinbar am Bobbes vorbei. Hauptsache, sie haben da wieder eine neue Liste oder eine neue Plattform und da können sie sich wieder entsprechend profilieren. Martin Fehrensen hat ja dankenswerterweise sogar Listen erstellt, die man nutzen kann von Journalisten, von Newsplattformen. Also ich finde es sehr, sehr bedenklich, dass da so einfach ja, widerspruchslos mit Euphorie, mit wirklich Gewinsel nach Einladung Leute auf diese Plattform gehen und es überhaupt nicht kritisch hinterfragt wird. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ist es offensichtlich so, dass den Leuten das mit dem Datenschutz und so weiter nicht so wichtig ist. Ich habe ja Also ich nichts glaube, zu das kann man. verbergen, ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das dieses, ich habe doch nichts zu verbergen, ob das jetzt der Grund ist. Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem oder die Gefahr oder wie auch man es nennen mag, ist, glaube ich, schon einigen Leuten bewusst, aber es ist ihnen letztendlich egal. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Motivation oder ein Schluss ist daraus. Hauptsache, es ist nicht Twitter. Ich glaube, das ist halt einfach die Motivation vieler, eben auf Blue Sky dann zu gehen. Und war dieselbe Motivation wie bei Mastodon, muss man ja wirklich sagen. Was ich halt wirklich oder nochmal, also ich bin da nicht ganz so negativ wie du. Also als ich eben auf Blue Sky dann gegangen bin, mir das ein bisschen näher angeguckt habe,
Ja, es ist wie jedes Netzwerk, lebt es eben von den Menschen, die da sind, und man sieht natürlich ja alles, was es eben in anderen sozialen Netzwerken auch gibt, also das Gehate, das Belehrende, das die Freude, den Austausch, was auch immer, und man sieht halt das, was man, oder man bewertet vielleicht das stärker, was man dann als erstes sieht oder was man bewerten will, das weiß ich nicht, also das stimmt. Ich habe aber auch wirklich viel. Oder was mir aufgefallen ist, gerade im Vergleich zu Mastodon, man kann ja durchaus die Frage stellen, warum sind die Leute nicht zu Mastodon gegangen? Da gab es dann irgendwie so die ja diese Mär, dass Mastodon so kompliziert sei und dass das irgendwie nur für Nerds ist und so weiter. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Also ich glaube, also wenn ich mich daran erinnere, wie ich bei Mastodon irgendwie angefangen habe, auch ein bisschen stärker angefangen habe, klar hatte das dann irgendwie auch mal technische Probleme und so weiter, aber sowohl der Anmeldeprozess als auch jetzt das Posten und so weiter, das unterscheidet sich nicht großartig von Twitter oder von Sky. Also das kann es nicht sein. Und dann, ich glaube, viele Leute, die dann irgendwie sagen, ja, Mastodon ist so kompliziert, die, weiß ich auch nicht, die plappern nur irgendwem was nach oder haben es nie selber ausprobiert oder was auch immer. Aber was ich schon gesehen habe jetzt in den letzten Wochen bei Blue Sky, sehr, sehr viele Menschen, denen ich bei Twitter gefolgt bin und die ich auch eigentlich ganz gerne gelesen habe oder denen ich ganz gerne befolgt bin, auch so in der journalistischen Blase, auch so ein bisschen in der Fußballblase, die ja bei Twitter, die ich bei Twitter auch sehr gerne gesehen habe, die sind eben nicht bei Mastodon, die sind jetzt, oder haben sich da vielleicht mal angemeldet, aber nichts gemacht, aber die sind jetzt bei Blue Sky und das finde ich erstmal grundsätzlich gut, das gefällt mir, also dass da eben so ein bisschen was vielleicht dadurch, dass ich bei Twitter weggegangen bin, für mich persönlich verloren gegangen ist, dass ich das bei Blue Sky jetzt wiedersehe, also das das sehe ich erstmal grundsätzlich als positiv. Gerade die bürgerliche Mitte, die sonst die Zusatzstoffe jedes Joghurtbechers und jedes Heidelbeerschnellchens überprüft, ist beim digitalen Konsum aber eher leichtsinnig. Andreas Breyer in der Süddeutschen Zeitung, und es ist so. Und ich finde, die Leute, die sich postulieren, die wirklich Netzelite zu sein, die Journalisten zu sein, die Vordenker zu sein, die so sich dünken, kritisch alles zu hinterfragen, springen fast kritiklos auf eine neue Plattform und machen jeden Scheiße mit. Also finde ich schon etwas sehr fragwürdig. Ja, und gut, es ist so, wie es ist. Ich bin gespannt, was passieren wird, wenn die Kommerzialisierung von Blue Sky, die irgendwann kommen wird, einsetzt. Angeblich will man keine Werbung nutzen, um es sich zu finanzieren, sondern dann irgendwelche Angebote machen, also Abos oder name it. Wir wissen es noch nicht, ob dann der Enthusiasmus so weiter bestehen bleibt oder ob dann der nächste Hype entsprechend losgeht. Ja, ich finde es extrem schade. Und Volker Weber hat mich als Idealisten beschimpft, der ein verklärtes Netz gerne haben wollte, weil ich gesagt habe, warum engagieren sich Journalisten, aber insbesondere auch Verlage, nicht auf Mastodon? Da haben sie eine unabhängige Plattform. Da können sie zur Not ihre eigene Instanz betreiben. Sie haben keine Kontrolle durch irgendwelche Besitzer, welche Art auch immer, und hätten auch die Chance, dort durchaus kreativ Angebote zu unterbreiten. Aber da fehlt jeder Anspruch, und es wird immer gesagt, ja, das ist eine Nerd-Plattform, die ist schwer zu bedienen. Du hast ja eben auch genauso gesagt. Verpasste Chance der Verlage, verpasste Chancen der Politik, zu großen Teilen verpasste Chancen der öffentlichen Institutionen. Gut, einige Behörden, Ministerien sind drüber gegangen. Stattdessen jubeln die Bundestagsparteien irgendwann Fuzzi, der dort auch wohl eine Rolle in Social Media spielt. Man mag mir diese sehr flapsige Sprache verzeihen. Ich bin ja quasi Alt-68er. Und ja, sagte, jetzt müssen die ganzen Parteien rüber auf Blue Sky. Also ich denke, also mir geht das echt, echt auf den Senkel. Vor allem eben, wenn man es wirklich mal das Netzideal hat, das es ja mal gegeben hat, dass dann Mastodon dermaßen vergleichsweise abgekackt wird oder es eben kein Engagement durchgeht. Aber das soll jetzt meiner Emotion genug sein. Du hast ja ein Plädoyer für Blue Sky gehalten. Und bei dir ist ja auch der blaue Himmel. Gut, ein paar Gewitter, ein paar Blitze sind zu sehen über dir, für diejenigen, die Videoversion schauen. Wenn bei mir der Elefant im Hintergrund düster rausschaut. Ja. Also ja, man hat ja, glaube ich, jetzt mitbekommen, dass wir das ein bisschen unterschiedlich sehen. Also wie gesagt, ich sehe es nicht ganz so negativ wie du, obwohl ich diese ganzen Punkte, die du nennst, auch sehe. Ich glaube, zwei Dinge würde ich nochmal hervorheben und dann hätte ich noch ein Zitat zum Schluss. Also das eine ist das Thema Monetarisierung. Also es ist so, Blue Sky ist vielleicht mal mit dem Vorhaben
ja, dem gemeinnützig und dezentral aufgebaut und so weiter zu sein. Es hat jetzt trotzdem Risikokapital eingesammelt. Das heißt, es muss irgendwann auch Geld verdienen. Also es läuft, macht im Grunde so den ganz normalen Weg. Erstmal über dieses FOMO Invite Only und dann hoffentlich aus Blue Sky Sicht gesehen, dass immer mehr Leute da drauf gehen und es gut finden. Also erstmal Nutzerinnen und Nutzer zu generieren und dann irgendwie irgendwann zu monetarisieren, wie auch immer. Also das wird kommen und ob das dann die Leute so mitmachen, ist dann die Frage, wird es vielleicht doch Werbung geben oder nicht. Das ist das eine. Das Dezentrale ist schon auch nochmal ein Thema. Also wird sich das weiterentwickeln? Derzeit ist es ja nur in der Theorie ähnlich dezentral sein wie Mastodon oder wie das Fediverse. Aber trotzdem sind wir ja alle auf demselben Server noch. Ob sich das irgendwann ändert, keine Ahnung. Vielleicht wird es dann nerdiger und die Leute gehen weg oder es wird nie passieren und es wird wirklich ein Twitter 2.0, werden wir sehen. Aber so von der, wie Blue Sky genutzt wird, wie es funktioniert, das liegt eben an den Menschen, die da sind. Und man kann ja dann auch entsprechend sich organisieren, muten, blocken und so weiter, dass man das eben dann vielleicht doch so organisiert, wie es einem gefällt, jetzt unabhängig von den ganzen Datenschutz und technischen Sachen und so weiter. Ich würde aber gerne zum Schluss, das habe ich auf Blue Sky gesehen, nochmal ein Zitat. Ich glaube, es ist aus einem FAZ-Artikel. Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Könnte ich vielleicht nochmal nachreichen dann. Ein Zitat, was die Nicole Diekmann, Journalistin, auf Blue Sky geteilt hat. Das also nicht, dass wir heute vor. Über die schon mal gesprochen hätten, ne? Ja, ja. Das lese ich nochmal gerade vor. Es stimmt, der Ton bei X oder Facebook ist rau. Es stimmt, die ständige Skandalisierung ermüdet, jeder sinnvolle Beitrag wird überflutet von Häme und Pöbeleien, aber Nutzer sind nicht machtlos. Sie können Beiträge ausblenden und jeden blockieren, der sich im Ton vergreift. Und sollte sie tatsächlich einmal ein Argument stören, dann empfiehlt es sich, mit einem Gegenargument zu antworten. So diskutiert man nun mal auch im digitalen Zeitalter. Also das ist halt dann doch sehr naiv und auch nicht wirklich angemessen dem Ton und der Art und Weise, wie halt auf Social Media derzeit diskutiert wird. Und dieser raue Ton und das Blocken und Muten und das Gehetze und so weiter wird höchstwahrscheinlich auf Blue Sky genauso da sein wie auf allen anderen Plattformen. Auch Mastodon ist davon nicht frei, muss man jetzt auch mal ehrlicherweise sagen. Und es liegt dann doch an uns allen, wie wir es halt organisieren und wie wir halt miteinander umgehen wollen. Ach, fast ein Schlusswort. Ich lache mich nur gerade chat bei Nicole Diekmann. Ich kann den ganzen Tag einfach verbringen, zu blocken, zu muten, zu kommentieren. Na, ich weiß es nicht. Anyway, ich bin ja ein durchaus Freund des gepflegten, auch harten, kontroversen Diskurses. Aber ich antworte mit Sascha Pallenberg, der sich auf Blue Sky auch irgendwie wohlfühlt, aber dort auch von Ego-Wichserei und Follower-Spielchen gesprochen hat. Ja, gut, anyway, wir werden es sehen. Ich sage momentan meine Zwischenbilanz, same, same, not different of Blue Sky. Und ich gebe vielleicht zu, dass ich vielleicht Social Networking überdrüssig geworden bin und vielleicht da auch ein bisschen weniger tun sollte, weil einfach genau diese Spielchen, die du eben erwähnt hast, Zitat Diekmann, mir ziemlich mittlerweile auf den Senkel gehen. Vielleicht das Zitat ist nicht von Diekmann. Frau Diekmann hat es nur geteilt. Es ist aus einem Artikel von der FAZ. Ist nicht ja, von der FAZ. Das würde ich nochmal sagen. Okay, ja. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. In diesem Sinne, schauen wir mal, was nächste Woche ist. Hoffentlich nicht wieder irgend so ein Hype-Thema, sondern endlich mal was mit Gehalt. Ich wünsche mir das. Also nicht, dass wir heute nicht gehaltvoll gewesen sind. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, ja. Tschüss. Sehr schön, mal ein bisschen Kontroverse hier.